Wir sind wieder bei Mehrwasser Live TV auf der Interzoo 2016 in Halle Nummer, wo sind wir eigentlich? Halle Nummer 2. Ja, es gibt hier so viele Hallen. Hallo Florian, schön, dass du auch wieder am Start bist. Du bist von der Firma Schuran, heißt ja auch Florian Schuran. Und ihr habt wieder komplett neue Showtanks hier stehen. Weil, klar, wir können jetzt das Rad nicht neu erfinden, ihr macht halt Acryltanks. Aber ihr habt euch wieder euren kreativen Geist spielen lassen. Ja. Wir fangen mal hier an. Salzwasserbecken. Was hat es damit auf sich? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, genau. Touchpool in Form unseres Logos mit einem Infinity-Überlauf. Das heißt, wir haben eigentlich, du musst ja erstmal anfangen, 50 mm statisch eigentlich nicht notwendig. Um ehrlich zu sein, war es ein Restabschnitt, den man natürlich super gut verwerten kann, um halt wirklich nochmal die Brillanz darzustellen von dem Acryl. Haben hier schöne Radien dran, unten LED beleuchtet und macht eigentlich was her. Also das heißt, sowas ist natürlich in verschiedenen Formen möglich. Hier haben wir jetzt mal unser Logo gesehen. Ich weiß nicht, ob er gleich mal vielleicht von oben filmt. Hier blaue Folie, hinten grüne und dann unser Logo. Ist mal was anderes und ist ein Eyecatcher. Daher auch so ein bisschen auf der Ecke. Es kommt sehr gut an, gerade für Shops und also als... Für Korallenableger wäre das zum Beispiel perfekt. Ja, Korallenableger, Verkaufsbecken, Eyecatcher allgemein, kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ne? Ist mal was anderes, habe ich jetzt so auch noch nicht hier gesehen und müssen natürlich irgendwie was zeigen. Also in dem Fall haben wir zum Beispiel die Klebenaht absichtlich hier und hier drüben auf die Ecke gesetzt. Wenn jetzt das eine Kundenanfrage wäre, würden wir die natürlich normalerweise hier auf die Überlaufseite setzen. Wie gesagt, mit Absicht, um zu zeigen, was möglich ist, um dann halt auch mal so eine 50 mm Klebenaht zu zeigen, haben wir sie halt nach vorne gesetzt in dem Fall. Ja. Das ist eigentlich so die Story hinter dem Becken. Und ihr habt jetzt hier im Prinzip, das Wasser läuft jetzt von beiden Seiten runter in diesen Schacht, ja, strömt zwei, da rein. Zwei Abläufe Wasserfall. Und den Überlauf, beziehungsweise den Einlauf relativ tief gesetzt, dass die Oberfläche... oder dass man zumindest von oben aus noch eine relativ gute Sicht hat. Wir haben auch so eine Viewbox, wo man dann im Endeffekt dann auch nochmal von oben gucken kann. Aber das ist der Hintergrund, warum auch die Zuläufe so tief sitzen. Okay. Ich weiß ja, es ist immer ein bisschen schwer, Preise zu nennen. Wahrscheinlich hast du mich jetzt auch dafür, dass ich frage. Aber ist ja eigentlich eine legitime Frage. Schwierig. Also ich meine... Ja, jedes Becken ist ja bei euch ein individueller Bau. Ja. Ist aber gut, dass du fragst. Ich meine, in dem Falle, das ist ein Restabschnitt von einem großen Quallenkreisel gewesen, 50 mm. Wir haben relativ viel solcher kleinen, oder ich sag mal, ich glaube es ist 40 cm, ich weiß es gar nicht mehr, hoch. Also andersrum gesagt, wenn wir jetzt auf Kundenanfrage dafür extra eine 3x2 Meter Platte kaufen müsste, wäre es natürlich dann unbezahlbar, aber sowas liegt dann schon bei 5.000 Euro inklusive Untergestell, Live-Support-System und dann auch der Verkleidung. Also muss man schon damit rechnen. Aber wie gesagt, in dem Falle, wir haben eigentlich immer relativ viele Abschnitte zwischen 40, 60, 70 mm von großen Becken, die wir eigentlich so nicht benutzen können. Und dann ist es natürlich dann schön, dann sowas dann aufzusetzen. In dem Falle kann man natürlich dann auch auf die Randverstärkung verzichten, weil wir halt, ja, wie gesagt, also statisch überhaupt total unbedenklich. Wir hatten es ja auch beim Showtank, in unserem Showtank damals schon gemerkt, wenn man ein bisschen flexibel ist, was die Abmaße angeht, dann kann man meistens auch bessere Preise realisieren. Ja, bei euch 500 hoch, ne, war es. Rein statisch hätte da, glaube ich, 10 oder 12 gereicht. Ich bin gerade gar nicht mehr sicher. ich aber. Also ich glaube, es war 50 oder 55 cm hoch. Und rein statisch wären da 10 bis 12 mm total ausreichend gewesen. Aber auch in dem Falle ihr wart ja auch so flexibel und habt dann gesagt, okay, komm, wir gehen auf 15 mm. War halt auch nicht notwendig, aber umso dicker das Material, umso edler sieht es halt aus. Ne? Und es ist ja nicht so, dass bei Acryl irgendwas an Farbe geschluckt wird, ne? Umso stärker man ist. Das ist halt der große Vorteil. Umso mehr kann ich polieren. Umso mehr kannst du polieren, genau, bis du durch bist. Ja. Sozusagen. Ja, schön. Ihr habt aber auch noch andere Becken hier stehen. Ihr macht diese Quallenkreisel, macht ihr für öffentliche Aquarien sehr erfolgreich. Ja, ich sag mal, ne? Das ist jetzt eher sowas, das geht jetzt eher in so eine Richtung. Ja, das ist ja was Kommerzielles, ist klar. Quallenaufzucht oder, ich sag mal, ja, allgemeine Hälterungssysteme, Zoos, Tierparks oder auch vielleicht dann, es gibt ja mittlerweile auch schon den ein oder anderen Quallenzüchter. Ich glaube, ihr habt da schon ziemlich viele Asien von importiert, ne?
Exportiert meine ich. Ja, genau, exportiert, richtig. Die sind dann... Ja, ihr macht das gar nicht selbst, ne? Ihr habt da so ein paar... Genau, es kommt alles aus China. Chinesen und ihr macht nur auf dicke Hose hier. So sieht's aus, genau. Ja, ja. Nee, Quatsch. Nee, wir haben da tatsächlich letztes Jahr über 20 von Becken in dieser Größe für einen öffentlichen, oder in der öffentlichen Ausschreibung dran teilgenommen und die nach Südkorea verschickt. Also das, die sind schon international im Einsatz. Also wir haben sehr, sehr viele Kundschaft, muss man sagen, aus Zootierparks. Gerade Frankreich ist ein Supermarkt, weil fast jedes kleine Dorf da irgendwie einen kleinen Zoo oder ein kleines Aquarium hat, wo die heimische Tiere zeigen. Sehr viel Kaltwasser auch oder je nachdem, wo du dann halt gerade bist. Also das ist eigentlich so ein System, ist eigentlich notwendig, um, ich sag mal, Quallen zu zeigen. Quallen haben einen Lebenszyklus von circa 12 Monaten, Gefangenschaft vielleicht bei 9 Monaten. Das heißt, die Zoo- und Tierparks müssen dann immer ja, auch für Nachschub sorgen. Und dann fängt es dann eigentlich bei den kleinen Becken an. Hier unten haben wir wirklich ganz kleine Larven. Und dann geht es dann halt immer weiter. Dann hast du halt einen nächst größeren Quallenkreisel, jetzt so ein Breedingkreisel. Und das ist ja dann eher schon, ich sag mal, geht es dann schon in Richtung Ausstellungsgröße. Ja, klar. Ja, und da sind wir halt relativ flexibel. Da hinten haben wir auch noch einen. Der ist jetzt mit Luft betrieben. Müsste normaler, also das ist jetzt gerade für die Interzoo gemacht, aber im Normalfall wird da natürlich dann auch ein Überlauf und eine Filtration da dran sein. Also hinten, wenn du mal eben, oder wenn wir gleich über schon denken, über der Theke haben wir dann auch wirklich einen mit Filtration, ja. Also schon erstaunlich, was so ein paar Luftbläschen ausmachen. Ja, ist Wahnsinn. Man sieht ja hier unten auch die Schwebstoffe, wie sie bewegt werden. Also da ist ja wirklich eine richtige Zirkulation da. Ja, ich meine, da spielt natürlich die runde Form eine große Rolle oder spielt dann... Also natürlich auch sehr schmal. Ja. Also spielt dann einem in die Karten. Sobald das Wasser einmal in Bewegung ist, ja, dann reicht dann auch wirklich eine kleine Luftpumpe, um halt die Zirkulation hinzubekommen. Ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Dann habt ihr hier noch einen viel größeren Kreisel im Prinzip stehen. Das ist ja kein Kreisel. Ja, kein Kreisel. Ist Zylinder. Ja, ja, hast ja recht. Soll ich? Ist aber Süßwasser. Aber wir haben gesagt, dass es ist schon ein Highlight. Dass so ein schönes Becken ist, wollen wir es zeigen. Es wurde gescaped, hast du gesagt. Ist gescaped, ja, genau. Machen jetzt hier Süßwasser-TV live. Wir wollten eigentlich nur mal mit dem... Vorurteil aufräumen, dass wir nur Meerwasser machen. Wir machen eigentlich alles. Also wir sind da sehr, sehr flexibel. Und ich habe, ganz ehrlich, war letztes Jahr auf der OJAG und habe ein ähnliches Becken im Loro-Park gesehen, was ich relativ impulsant fand, weil, ich sag mal, so ein Becken, wenn man mal ganz ehrlich ist, vom Besatz her ist es also null Wasserbelastung, wenn ich jetzt einfach nur... Ich meine, es sind 1000 Neons drin, 15 Skalare. Aber hat wirklich eine 1000 sehr, Neons. 1000 Neons. Ich hab's. Wer hätte es gedacht, es gibt ein Becken hier auf der Messe, was mehr Fische drin hat als die Jungen. Tatsächlich, ja, genau, richtig. Worauf ich hinaus wollte, ich meine, muss ich dir ja nicht erzählen, wenn man sowas jetzt mal für die Show mit Korallen, Fischen besetzen würde, das, oder auch selbst der Privatmann, der wäre arm. Ich würde jetzt auch keinem empfehlen, da im Meerwasser, im Fall eines Meerwasserbesatzes, die Filtration unbedingt unten drunter reinzupacken. Geht alles, aber ich meine, besonders servicefreundlich. Ja, aber bei der Größe, ich meine, wir haben jetzt hier 3.500 Liter. Für den Besatz absolut machbar. Also ich will jetzt mal sagen, dass man im Verhältnis, ich sag mal, gut, wir haben jetzt hier, wie viel Watt laufen da? Müsste ich dir mal irgendwie dann nochmal nach der Messe zukommen lassen, aber im Verhältnis dazu, was man doch erreichen kann mit einem vernünftigen Scaping. Gescaped ist das von Holger Krog vom Vivarien Design, der sehr, sehr viele Becken für uns oder ich sag mal in Kundenauftrag dann übernimmt, sprich Wartung, Pflege. Was man doch alles doch hinkriegt mit einem vernünftigen Scaping. Es muss nicht immer Meerwasser sein, aber ich finde es auch sehr, sehr impulsant. Also es hat jetzt 1,70 Meter im Durchmesser, 1,50 Meter hoch. Haben hier 1 Meter untergestellt und 50 cm oben die Verkleidung. Und es wirkt schon sehr, sehr impulsant. Es ist ein absoluter Eyecatcher. Und sehr, sehr viele Meerwasserkundschaft, die sich dann doch für das Süßwasserbecken interessiert. Die sich doch für das Süßwasserbecken interessieren. Ja, aber wie gesagt, also du bist hier, ich sag mal, du bist hier mit 2.500 Euro. Mit dem Besatz bist du komplett durch. Und wenn man jetzt mal weiterspinnt, was... Also, in Sachen laufende Kosten,
ja, laufende Kosten und auch Energie so ein Becken im Verhältnis zu einem Meerwasserbecken dann halt auch bringen würde, ist das natürlich dann, ich sag mal, sehr, 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 sehr easy going. Ich meine, das Interessante ist da vielleicht nochmal, wir haben den Überlauf mit Absicht hinten an die Rückwand gesetzt. Du siehst ihn ja eigentlich gar nicht. Ja? Du siehst ihn von hier aus. Von ein paar. Also da hinten siehst du ihn. Ja, ah, da. So einen halben Meter Streifen. Du hast 300 Grad freie Sicht. Du hast halt wirklich vom Riffaufbau oder in dem Fall vom Scaping her eine ganz andere Möglichkeit, das so zu machen. Und was vielleicht auch wirklich interessant ist, das Becken hat zwei Klebenähte, also von der Abwicklung her. Das heißt, wenn wir in dem Falle wirklich den Überlaufkasten dann auf eine Klebenaht setzen, ist es im Endeffekt auch günstiger für den Kunden, weil wir wirklich auch nur eine Klebenaht haben, die sichtbar ist und dementsprechend auch nur anders nachgearbeitet wird. Wir haben jetzt von hinten einfach eine Folie aufgezogen und ich finde, die Wirkung ist halt dann schon eine andere. Also du würdest halt mit einem zentralen Überlaufschacht, der bei in der Größe mit, ich sag mal, zweimal Ablaufbohrung, einmal Zulauf, mindestens so 25 bis 30 Zentimeter, also im Quadrat dann schon an Platz verlieren würdest. Ne? Und du hast halt hier ganz andere Möglichkeiten, das dann halt auch... Ja, diesen Baum da, also ja, die von der Gestaltung finde ich das so auf jeden Fall schöner. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, was macht ihr eigentlich mit euren Showbecken, die ihr ausstellt? Ihr habt ja bei jeder Intention neue Becken. Ihr habt ja auch nicht ewig Platz zu Hause. Verkauft ihr die? Werden die direkt verkauft. Ihr verkauft die direkt auf der Messe im Prinzip, ja, also, dann, oder? Also alle Becken, die wir letztes Jahr auf der Intention hatten, sind tatsächlich verkauft worden. Nicht direkt auf der Messe, aber ich glaube so im, ich glaube 4 Wochen nach der Messe waren alle weg. Also wir haben das Quallenbecken schon verkauft. Hier haben wir sehr, sehr viele Interessenten dafür. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Sonntag kommen würden und sagen, ich nehme sofort mit. Ja. Aber die werden eigentlich, also die meistens wirklich verkauft. Das Touchpool ist schon verkauft. Es geht nach Schweden für einen Shop. Also der da wirklich seinen im Eingangsbereich einen Eyecatcher braucht und dann das gleich als Verkaufsdisplay nutzt. Also wie du eben sagtest, irgendwie Korallenshow. Bullseye kommt auch sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, ob ihr da gleich schon mal drauf zurück wollt. Das ist dann eher, wie du eben auch sagtest, eher was für Zootierparks. Das ist auch ein Zootierpark, der daran Interesse hat. Und ja, im besten Fall werden die alle verkauft. Also okay. Ich gehe davon, also die Interesse ist schon relativ groß. Hier bei dem Kaltwasserbecken ist es auch wirklich so, dass da tatsächlich schon ein Fischrestaurant auf uns zugekommen ist und das haben will. Ja. Gehen wir mal zu dem Kaltwasserbecken. Auf dem Weg dahin können wir vielleicht mal die Frage beantworten. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so eine Art Standardprogramm an Becken zur Verfügung zu stellen? Also ich meine, es ist natürlich immer geil, wenn man selbst zusammenstellen kann und planen kann, ja. Aber es gibt halt Menschen, die mögen das nicht und die wollen einfach von der Stange kaufen. Ja, da sind wir dann, also tatsächlich haben wir da schon sehr oft drüber nachgedacht und aber die Erfahrung hat wirklich gezeigt, dass jedes Becken unterschiedlich ist. Also das heißt, dass jeder doch wirklich irgendwie andere Ansprüche hat, sprich der eine möchte dann, wie gesagt, irgendwie Close Loop, der andere hätte da noch gerne eine Bohrung. Man kann irgendwie standardmäßig was anbieten. Man kann den Leuten dahingehend, das, was wir ja auch machen, in eurem Fall auch, wenn ihr da flexibel oder der Kunde flexibel ist und sagt, hör mal, wenn er irgendwie noch 10%, 15%, 20% einsparen wollt, mach einen Meter, anstatt 1,60 Meter, geht auch 1,50 Meter, weil unsere Plattenmaße 3x2 Meter groß sind. Dahingehend versuchen wir natürlich schon, den Kunden hin noch ich sag mal, zu beraten. Aber das ist natürlich so, dass in Sachen Standard sind wir dann wirklich auch der falsche Ansprechpartner, weil wir dann wirklich doch schon individuell, also mit, fängt ja dann irgendwie mit Aquariumschrank und also der Kunde bestimmt den Auftragsumfang und darf auch gerne weiterhin bestimmen, was er gerne haben möchte. Also daher begrenzen wir, oder was heißt begrenzen wir uns, oder möchten wir da sehr, sehr ungerne da irgendwie ein Standardprodukt mit auf den Markt bringen, weil sich im Endeffekt dann sowieso das nicht durchsetzen würde, weil, wie gesagt, du bietest ein Standardbecken an, 1,50 m x 60 m x 60 m, kommt der Kunde mal, ich weiß, ihr habt ein Standardbecken, aber können wir vielleicht da nicht noch irgendwie den Überlauf machen? Endet dann da immer doch. Ja, und es endet dann wirklich immer wieder in einer Sonderanfertigung, ja. Okay. Ja. Gut, jetzt sind wir hier beim Kaltwasserbecken, das ist ja wirklich was Besonderes. Habe ich auf der ganzen Interzoo jetzt nicht einmal gesehen, weil jeder immer das typische Korallenriff eben darstellt. Wir haben jetzt einen Spezialisten vor Ort, den Ted, der bei euch auch am Stand steht. Der hat, wenn ich richtig bin, das Zeug im Meer gefangen. Ja, genau. Er hatte da mit Kollegen, hat dann irgendwie vorab die sich so ein Permit besorgt. Und also vielleicht vorab, wir wollten natürlich, wie gesagt, Riffbecken
kann man zeigen, wollen wir auch weiterhin zeigen, aber das ist mal was anderes, um einfach nur mal, ich sag mal, sind ja Konzepte, die wir da auch erstellen oder den Kunden gerne verkaufen möchte. Und wir haben jetzt hier ein 10 Grad Kaltwasserbecken. Sieht auch gar nicht so aus, man fühlt es auch nicht, ne? Doch. Ja, man fühlt es, aber fühl mal oben rein, ins Wasser. Dann merkst du es wirklich, wo, aber weil Acryl wirklich, doch, ne? Würde anders, ein bisschen reinspringen. Anders ich auch. Anders, ja, du stehst im Anzug hier. Anders isoliert. Anders isoliert und von daher wollten wir eigentlich auch nochmal zeigen, weil, wie gesagt, das ist ja noch nicht nur die Transparenz eines Acrylbeckens, die Klebenähte, sondern auch die Isolationswerte sind ganz anders als bei einem Glasbecken, dass man hier halt wirklich auch null Kondenswasser hat. Also es ist ein 10 Grad Becken, 10 Grad kaltes Becken, Meter mal Meter mal Meter. Wir haben hier eine Füllhöhe, glaube ich, von so 95 Zentimetern, haben 40 mm Material, können halt aufgrund dieser Materialstärke auch komplett oder gänzlich auf eine Randverstärkung verzichten. Und das ist auch mal irgendwie was Neues, was wir zeigen wollten. Und ja, spannend ist halt wirklich auch der Besatz. Ne? Also das ist schon so, ich finde, der allgemein, ich bin ja Taucher und habe mal einen interessanten Vortrag von einem Taucher gehört, der gesagt hat, er ist ein viel, viel besserer Aquarianer geworden, seitdem er taucht. Und sein Kumpel ist ein viel, viel besserer Taucher geworden, seitdem er ein Aquarium hat. Und das ist wirklich so, dass man, also ich finde ja, jedes Gewässer hat ja seine Schönheit. Und finde dann, wenn man hier so Kaltwasser, Anemonen oder auch, da sind Taschenkrebse drin, Austern, Seespinnen, dass man sieht, das ist, ich finde es absolut spannend. Ne? Und, Das sieht aus wie so ein Riesenfühler von so einer Languste oder so. Das am besten, also wenn es um den Besatz geht, dann würde ich, wenn es okay ist, dann kurz auf Englisch umswitchen und einen Tab dazu holen, der vielleicht so noch. Ich weiß aber nicht, wie ich das auf Englisch jetzt beschreiben soll, was das heißt. Der musste dann nachher mit Untertitel versehen, ich weiß es nicht. Hol mal einen Tab dazu. Das ist auf jeden Fall. Hey Ted. Hi. How are you? I'm fine. You're from Sweden? Yes, Sweden. Gothenburg. Really? Yeah. I've been a quarter year in Gothenburg last year. For business reasons. Very nice town. Yeah. I mean, a lot of students. And cool. Visited the aquariums there? No, not really. Are there many aquariums? Yeah, two really nice public aquariums, customers of mine. Yeah. Okay. Really, really nice. So, everything inside this is from the sea in Gothenburg or all? It's a bit north of Gothenburg. Our coast up there is very famous for our deep sea trenches. That's the water channel that goes through Norway and down to the eastern. From our deepest points in this. So maybe you could explain what animals are inside. Yeah, especially what my biggest question is, well, what is this? This it's a horn coral. Really? Yeah, type of gorgonian. Okay. You can see the polyps on it. Yeah. They're not all expanded yet right now, but actually in not many people know it, but in Sweden we have two species of stone coral. We have Lophelia and we have a cup coral. That's actually a stone coral, quite nice, but we're not allowed to display them, so we don't have it. But other things we have in the tank is the sea stars, and we have the sun star over inside here. You see the big one with many arms, actually eat sea stars. And we have the anemones, you see, also in cold water. And obviously, I saw documentation in TV that some Swedish or Norwegian people eat them. The anemones? Yeah. You never heard that before? No. Maybe a delicacy somewhere. Yeah. I don't know. Okay. And then we have the oysters. It's very interesting because. Yep. What's then? Ja, dann musst du vielleicht mal so machen und nicht so, weil dann gehe ich nach da. Also gewechselt ich die Seite. Okay. So, wir haben kurz einen Cut gemacht, weil ich habe anscheinend die ganze Zeit vor dem Becken gestanden. Tut mir leid. Wir haben es jetzt geändert. And I didn't really understand it in German. What?
Ah, no, we had some problems with the camera. Everything is fine, so just continue. Yeah, okay. Yeah, we had the oysters that are quite interesting as well, because our Gigas oyster, it's common in Sweden. But we also have the Edolis. The Edolis oyster is an invasive oyster of Sweden that came up with the boats and actually do very well in our waters. So it's taking over the Gigas ground. And we have a couple of crabs. I saw some crabs on the back. Yeah, some really big ones. You can see there's two of the big ones. That's the male one, and we have the female is actually on the other there. Yeah, it's looking like a stone. But do you see the arm? Das musst du dir mal angucken. Komm mal rüber mit der Kamera hoch. You see the arm of it? Da sitzt sie. Boah, da unten ist so ein großer Taschenkrebs. Ich hoffe, man sieht den in der Kamera. Hinter der Muschel. Also es sind zwei, ne? Links ist ein kleiner und rechts ist nochmal, da sieht man eigentlich nur den Arm und so ein bisschen vom Deckel, vom Kopf. And we have the swimmer crab, actually swims, and some mussels. That's about it. Okay. And thank you for your presentation. Yeah, I think it's quite nice idea to show that there's more life in the sea show. Yeah? Okay. Ja, Florian, dann schwenke ich wieder zu dir rüber. Ist mir auch lieber, weil Deutsch liegt mir doch ein bisschen besser. Auch nicht immer. Hast du aber gut gemacht. Ja? Ja gut, ich habe meinen fetten Bauch in die Kamera geschwenkt, aber gut. Das kenne ich, habe ich eben auch gemacht, glaube ich. passiert. Dann, hier sind wir. Ja, dann sag auf jeden Fall vielen Dank, dass sehr wir gerne deine Becken mal begutachten konnten. Oder eure Becken, ihr seid ja eine Familie. Ist ja ein Familienwerk, eure Firma. Ja. Und wir sind gespannt, was ihr in 2 Jahren hier wieder präsentiert. Ich auch. Ja? Ich will immer wieder einen draufsetzen. Also, ich bin mir sicher, dass du schon Ideen hast. Also. Ja, um ehrlich, ist natürlich auch immer spannend, ne? Wenn man irgendwie mal die Möglichkeit hat, oder was heißt die Möglichkeit? Ich meine, es ist logistisch natürlich eine Riesenaufgabe oder... Ich sag mal, ich habe eben noch jemandem erzählt, ich bin seit Montagabend hier, körperlich, aber geistig schon seit 2 Monaten, ja, weil das ist natürlich auch eine riesen Logistik. Ich meine, das sind jetzt nicht die riesen großen Becken, also ich meine 3.500 Liter, aber ich sag mal, mit Kaltwasser, Süßwasser und dass es alles zusammenpasst. Ich meine, ihr schwenkt wahrscheinlich gleich noch rüber zu Abyss, das sind ja auch noch alles Displays, die wir gemacht haben, ist natürlich schon ein riesen Aufriss, aber wenn die Show dann auch anfängt, macht es dann... Macht natürlich auch Bock, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ist ein Riesenstress, aber es macht auch immer wieder Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal, was da mal wieder gezeigt wird. Wo holten ihr eure Inspiration her? Ist das dann so, dass über die 2 Jahre dann Kundenaufträge kommen, wo ihr dann merkt, oh, das wäre was für die Messe? Oder teils. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt... Ich will jetzt hier nicht... Hört sich vielleicht blöd an, aber wirklich weltweit oftmals in Zoos unterwegs, wo man sich halt auch inspirieren lässt. Aber zum Beispiel Touchpool war wirklich lustig, Zufall, dass der Ted, der öffnet jetzt, macht eine Neueröffnung vom Laden, er braucht einen Touchpool und sagte, ich hätte gerne eins mit dem Logo und sein Logo ist ein Seestern. Ich dachte, Seestern geht, ist aber schwierig. Ich meinte, nee, ich hätte gerne euer Logo. Und ich dachte, das ist cool, dann machen wir das für die Interzoo doch gleich irgendwie und dann kannst du es sofort mitnehmen. Das ist eigentlich, so kommt es manchmal und haben dann auch, wenn man die Möglichkeit hat, wie gesagt, wie bei dem Süßwasserbecken, man hat sehr, sehr viele Kundschaft, die dann uns dann natürlich dann auch bei unterstützen, ob es jetzt hier bei dem Korall, bei dem Touchpool ist. Jürgen Wendel, der ja schon seit Jahren unser Partner ist und uns da wirklich mit Livestock besorgt, irgendwie der das Bulleye-Becken ist auch wieder, Fisch kommt komplett wieder alles vom Saga und von Meneka aus Mauritius. Das ist natürlich auch nur möglich, wenn man da gute, starke Partner hat, die einem da tatkräftig unterstützen. Ne? Das ist aber so. Aber tatsächlich kommt, keine Ahnung, es kommt manchmal wirklich die besten Ideen dann irgendwie kurz vorm Einschlafen oder es ist oftmals so. Ne? Und sowas macht natürlich Spaß, aber ist natürlich auch logistisch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja. Ärgerlich, wenn die Idee dann eine Woche vor der Interzoo kommt. Vielleicht. Es kommt ab und zu schon mal so. Und ich meine, es ist ja fast schon Tradition, dass Messe muss immer zur letzten Sekunde fertig werden. Das ist ja Tradition. Das ist, kannst du auch tun und machen, was du willst. Ich könnte jetzt schon anfangen zu planen. Ich habe gedacht, nächstes Jahr machen wir mal einen coolen Oktopus-Zylinder oder sowas. Ja, auch mal was, ja. Natürlich kannst du jetzt schon anfangen zu planen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der nächstes Jahr, also in 2 Jahren dann auch zur letzten Sekunde fertig ist. Also
Ja, was heißt zur letzten Sekunde? Natürlich fällt einem dann immer noch irgendwie bei der Anreise auf, scheiße, hätten wir auch noch machen können oder sowas. In 2 Jahren haben wir dann wieder WM und dann könnt ihr ja so dieses, ist ja ganz modern in den Zoos, da lassen sie ja den Kraken immer auslosen, wer dann die Tore schießt. Genau. Wer es glaubt. So sieht's gut aus. Machen wir dann. Ist auf jeden Fall schön euer Stand. Ihr habt einen riesen Vorteil, eure Becken sind relativ groß. Es gibt hier einen anderen Stand, waren wir gestern, Newer oder sowas hieß die Marke. Ja. Da hat tatsächlich am Donnerstag jemand ein Becken umgeschmissen. Echt? Ja, ein komplettes Aquarium. Absolutes Worst Case. Ja, aber mit Absicht, das war das Schlimme. Mit Absicht. Da ist anscheinend jemand ausgerastet am Stand, ist hingegangen und hat ein komplettes Aquarium einfach mal umgeschmissen mit Tieren drin. Das ist natürlich schon mit das Asozialste, was es gibt. Ja. Ich meine, wir lassen unseren Stand auch abends, sag ich mal, relativ offen, wenn einer irgendwie was Böses, der kennt natürlich, wenn hier einer vorbeikommt und will uns irgendwas Böses, der verkratzt, das ist natürlich auch alles für einen Arsch, aber ich meine, ja gut, es gibt überall, darf ich was Böses sagen, oder? Ja, klar. Überall Arschlöcher und das ist natürlich eine Nummer, die ja in keinster Weise dann irgendwie geht und also ich meine, gut, wenn du willst, kannst du auch hier irgendwie was umkippen, aber das ist natürlich eine Nummer, die, ja. Ja, da drüben bei Abyss, ne, bei dem riesen Teil da. Das will ich schlecht entzogen. Ja gut, den nicht, den würde ich mir auch nicht aussuchen, aber es gibt, ich meine, den Kreisel, den kann man auch umschlitten, aber ja, umkippen. Aber wie komm, gesagt, jetzt bring mich nicht auf dumme Gedanken. Nee, um Gottes Willen. Also, muss nicht sein. Danke auf jeden Fall. Alles klar. Wir sind raus und wir gehen jetzt mal rüber zu Abyss, die haben nämlich auch noch interessante News. Bis dann. Ciao. Anderes Video, wieder einklicken bei Abyss. Kann man aus dem Blick?